Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Fans begleiteten Eintracht Braunschweig zum Spiel bei den schon abgestiegenen Ahlenern. Mehrere Abstiegskonkurrenten hatten gepatzt, also die Chance für André Schubert und seine Mannschaft, dies auszunutzen. Vom Anpfiff weg, die Braunschweiger offensiv ausgerichtet, dominant, langer Ball auf Hofmann, der ist nicht im Abseits. Na, und dann zieht er einfach mal ab und trifft zum frühen 1:0 für die Braunschweiger in der vierten Minute. Die große Befreiung, die Erleichterung. Es war Hofmanns erstes Tor seit dem 16. Februar, sein achtes insgesamt. Fennell hatte abgefälscht und damit der Ball unhaltbar für Torwart Bernhard. Ahlens Trainer Schmidt, geht denn das schon wieder los? Wieder im Rückstand und schon rollte der nächste Konter. Bär, da ist der Janzer neben ihm, aber Bär legte nicht quer in der 25. Minute und verschenkte so die Großchance zum 2:0. Kurz vor der Pause dann Fitzner, Bär jetzt mit der Kopfballvorlage für Hoffmann und der haut ihn rein. 2:0, 44. Doppelpack, sein 9. Tor. So ist es bei den Stürmern. Triffst du dann einmal, triffst du immer wieder. Hofmann mit dem Treffer zum 2:0 Pausenstand. Philipp Hofmann war der überragende Mann auf dem Platz. Und auch zu Beginn der zweiten Hälfte. Janzer, da startet wieder Hofmann. Der wird doch nicht. Doch, er war nicht zu bremsen. Ein Abschluss, vollgepackt mit Selbstvertrauen. Sein erster Dreierpack seit 7 Jahren. Da spielte er noch für die Schalker U19, mit der er deutscher Meister wurde. 3:0 für Braunschweig in der 56. Minute. Und die Eintracht machte weiter. Bär startet durch. Der Ex-Ahlener Bär gegen Bernhard. Ex-Kollegen im Duell bis zur Winterpause spielte Bär ja für Ahlen. Dann auf der anderen Seite Ecke für die Gastgeber, ausgeführt von Funk, dem Außenverteidiger. Und Geier nimmt den Volley. Und mehr oder weniger aus dem Nichts das Tor für die schon abgestiegenen Gastgeber. 76. Minute, nur noch 3:1. Kommen die vielleicht noch mal zurück ins Spiel? Das Engagement war da. Aber nur eine Minute später schwächten sie sich dann selber. Und zwar hier Büyük Sakarya, der linke Außenverteidiger, faulte Braunschweigs Kessel. Und er hatte schon gelb gesehen und dann darf man nicht so hingehen. Folgerichtig gab Schiedsrichter Lechner gelb-rot. 76. das 1:3, 77. in Unterzahl für den Rest des Spiels. Und Braunschweig spielte es entspannt nach Hause. Balleroberung, Bär auf Hofmann, kein Abseits. Hofmann, macht er sein viertes? Nee, macht er nicht. Alles ging dann auch nicht. Aber es langte auch so zum Sieg. Hofmanns Dreierpack bringt Braunschweig 3 ganz wichtige Punkte. Endstand in Ahlen 3:1 für die Eintracht. Ja, enorm wichtig, auch für mich persönlich. Ich habe jetzt länger nicht getroffen, habe weiter dran geglaubt und weiter gearbeitet. Für die Mannschaft auch, war ein bisschen unglücklich die letzten Wochen, habe aber mich rangekämpft. Und dass es heute so klappt, das freut mich besonders. Für mich ist es persönlich wichtig, aber ich freue mich einfach für unsere Mannschaft. Natürlich, die Braunschweiger sind noch nicht gerettet, aber die Eintracht holt einen ganz wichtigen Dreier im Abstiegskampf.